der Ratschlag, immer möglichst nichts zu zerteilen. Also wenn jetzt jemand Probleme hat mit dem Anwurf, dann muss halt der andere Arm auch dabei sein, damit es stimmt, weil sonst passt es nicht zusammen. Sie haben also ein paar Zöpfe abgeschnitten, muss ich wirklich sagen, und das auch immer mit Zahlen belegt, mit Untersuchungen belegt. Die Australier sind da sehr, sehr aktiv, was sportwissenschaftliche Dinge anbelangt. Unser Zuspiel aus vielen Situationen zu gestalten, nicht immer von derselben Stelle. Und auch die Vorhand, Sascha hat es gut gezeigt, aus den unterschiedlichsten Positionen zu spielen. Mit ins Techniktraining sehr viele ungewohnte, schwierige Situationen einbauen, damit er sich entsprechend anpasst. Also weg von diesem stereotypen Training, sondern viele flexible Situationen. Großer Hinweis auch, Online-Tools oder Technologie, das haben sie auch bewiesen. Wir haben dann auch so Tests gemacht. Wir waren ja 56 Trainer, haben dann genauso gesagt, haben wir das jetzt gesehen? Der ließ Videos laufen und sagte, schaut euch mal an, wie der Federer das jetzt macht. Seht ihr Unterschiede? Wir können das mit unserem Auge gar nicht alles sehen. Wir müssen Technologien einsetzen. Wenn ihr alleine euer iPad rausholt und ab und zu mal ein Video dreht von eurem Spieler in Zeitlupe und das zeigt, das ist schon der erste Schritt. Wir als Trainer sollten möglichst nicht mit unserem Spieler basteln, sondern wir sollten da ziemlich sicher sein, was wir da tun.